Liebe Mitmenschen, ich möchte euch heute euer Weltbild erweitern. Es geht um das Thema Mann und Frau. Das Geschlecht der Menschen in zwei Gruppen aufzuteilen, gibt die Realität in etwa so wieder, als ob ich sagen würde, es gibt Wasserlebewesen und Landlebewesen. Die Wahrheit ist komplexer, da stimmt mir sicherlich jeder zu. So ist es auch beim Geschlecht. Jeder, der offensichtlich nicht in diese Theorie passt, wird auch in Deutschland heute noch seiner Grund- und Menschenrechte beraubt. Zwitter, Hermaphroditen, Intersexuelle, Intergeschlechtliche sind in unserer Gesellschaft sozial, juristisch und politisch unsichtbar gemacht. Als abnormal klassifiziert werden ihre meist gesunden Körper zum medizinischen Notfall erklärt. Sie werden kastriert, genital verstümmelt, hormonell vergiftet oder wenn sie pränatal auffallen, einfach abgetrieben und sogar spät abgetrieben. Die Operationen finden meist schon im Säuglings- oder Kleinkindalter statt. Aber auch Erwachsene werden ohne ihre Aufklärung behandelt. Es gibt für diese Behandlung keinerlei Evidenz. Es braucht nicht viel Fantasie, um zu erkennen, dass zum Beispiel das Anlegen einer sogenannten Neovagina für ein Kind zu schweren physischen und psychischen Schäden führt. Diese geschaffene Lochwunde muss gedehnt werden, damit diese nicht wieder zuwächst. Diese Prozedur müssen die Eltern bei ihrem Kind regelmäßig vornehmen. Dazu wird ein Stab in diese Neovagina des Kindes eingeführt. Viele Betroffene empfanden das als eine Art Vergewaltigung, dessen Sinn sich einem Kind nicht unbedingt erschließt. Auf den Schattenbericht, welche Intergeschlechtliche zur Anti-Folter-Konvention verfassten, kam unter anderem auch folgende Stellungnahme. Der UN-Schattenberichterstatter über Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung, Juan Ernesto Mendez, stellte fest, Kinder, die mit atypischen körperlichen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen, werden oft irreversiblen, geschlechtszuweisenden, erzwungener Sterilisierung und erzwungenen genitalnormierenden Operationen unterworfen, die ohne ihre informierte Zustimmung oder derjenige ihrer Eltern durchgeführt werden. Als Versuch, ihr Geschlecht in Ordnung zu bringen, was sie mit dauerhafter, irreversibler Unfruchtbarkeit zurücklässt und schweres seelisches Leid verursacht. Diese Maßnahmen, genital normalisierende Operationen, sind selten medizinisch notwendig, können Narbenbildung, Verlust des sexuellen Empfindens, Schmerzen, Inkontinenz und lebenslange Depressionen verursachen und würden zudem als unwissenschaftlich, gesundheitsgefährdend und zu Stigma beitragen kritisiert. In Empfehlungen sagt der Sonderberichterstatter, ruft alle Staaten auf, jegliche Gesetze abzuschaffen, die intrusive und irreversible Behandlungen erlauben. Darunter genitalnormalisierende Zwangsoperationen, erzwungene Sterilisierung, unethische Experimente oder medizinische Zurschaustellung, wenn diese zwangsweise oder ohne freie und informierte Zustimmung der betroffenen Menschen angeordnet werden. Er ruft sie weiter auf, Zwangssterilisierungen oder Nötigung zur Sterilisierung unter allen Umständen gesetzlich zu verbieten und Menschen, die marginalisierten Gruppen angehören, besonderen Schutz zukommen zu lassen. Wie und warum im Kontext medizinischer Behandlungen von Misshandlung oder Folter auszugehen ist, wenn Erniedrigung oder Beschämung das effektive Resultat von Handlungen, Unterlassungen oder Nachlässigkeit ist, auch wenn es nicht die erklärte Absicht war.
dass sich die Schutzpflicht der Staaten zur Verhinderung von Folter explizit auch auf das Gesundheitswesen erstreckt und nicht nur direktes staatliches Handeln, sondern auch Unterlassung angemessenen Handelns zur Verhinderung von Verstößen durch Dritte betrifft. Dass die Staaten verpflichtet sind, jegliche Verstöße zu verhindern und sie andernfalls zu untersuchen und zu bestrafen. Dass bei unangewilligten medizinischen Zwangsbehandlungen Misshandlung oder Folter vorliegen kann, auch wenn Medizinerinnen geltend machen, diese in guter Absicht oder im sogenannten besten Interesse der betroffenen Person vorgenommen zu haben. Dass Gesundheitsanbieter verpflichtet sind, sich besonderen Bedürfnissen von Intersex-Menschen bewusst zu sein und sich diesen anzupassen. In einem Schattenbericht zur Behindertenkonvention heißt es, im Schattenbericht, in der Bundesrepublik Deutschland leben ca. 10.000 bis 120.000 intersexuell geborene Menschen. Die Mehrzahl der intersexuellen Menschen wird durch Verstümmelung zu Schwerbehinderten gemacht und lebenslang an der Teilhabe behindert. Diese Gruppe von Menschen wird wegen ihres Geschlechts diskriminiert und unmenschlichen Behandlungen ausgesetzt. Dieses hat bereits der UN-Ausschuss für CAT, das ist dann die Folterausschuss, 2011 in seinen abschließenden Bemerkungen festgestellt. Die Empfehlung dieser Kommission war, die Bundesregierung möge durch gesetzliche Regelungen die Existenz intersexueller Menschen sichtbar machen und klarstellen, dass alle bestehenden gesetzlichen Regelungen inklusive dem Sterilisationsgesetz, dem Verbot der kosmetischen Operationen an den Genitalien, ohne aufgeklärte Einwilligung der betroffenen Menschen selbst für alle Menschen gelten. Ich bitte euch, dass ihr euch über diese Verbrechen informiert und ich würde mich freuen, wenn ihr mir helft, dieses Wissen zu verbreiten, damit diese Zustände beendet werden und auch intergeschlechtliche Menschen einen Platz in dieser Gesellschaft bekommen. Folgen noch ein paar gute Informationsquellen, eine gute Zusammenfassung der politischen Agenda, was hier in Deutschland seit Jahren mit unserer Bundesregierung diskutiert wird, ist www.zwischengeschlecht.org. Der federführende Verein, der sich für die Menschenrechte aller Menschen einsetzt, ist www.intersexuelle-menschen.net. Und es war auch schon Thema im Deutschen Ethikrat. Den ganzen Diskurs kann man anschauen auf www.ethikrat.org. Und wer einen sehr guten Gemeinüberblick haben will, sucht einfach nach Intersexualität bei Wikipedia. Ich freue mich, dass ihr da applaudiert und hoffe auf eure Unterstützung, weil nur so können wir sichtbar werden und diese Verbrechen beenden. Denn entgegen der Aussagen der Ärzte finden diese Verbrechen, Menschenrechtsverbrechen, immer noch statt. Danke schön.